Hallöle, ja, herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal und ich habe heute für euch den Hexentopf rausgelegt und wir gucken hier, was brodelt hier wieder. Und ja, ihr wisst ja, es ist immer allgemeines Kollektiv, ne? Das heißt, diese Sachen, die ich hier rauslegen darf oder die Energien, die ich euch zur Verfügung stelle, ja, können mit euch übereinstimmen oder eben auch nicht. Ne? Das ist halt immer so, allgemeines Kollektiv ist jetzt keine allgemeine Legung, aber wie gesagt, vielleicht ist auch nur eine einzige Botschaft dabei oder ein Hinweis, ein Impuls, der für dich hier einfach schon wichtig ist. So, wir legen mal los. Ich habe hier heute wieder das Hauptthema ausgelegt. Das, was ich schon gesehen habe, ist hier ein bisschen Chaos, aber gut, wir wursteln uns da jetzt durch und jetzt schauen wir mal. So. Hier haben wir den Erdbeerstrand. Und das ist eine sehr schöne Karte, weil sie sagt, dass dieser Sommer für dich der beste deines Lebens werden wird. Ne? Also du wirst dich um 10 Jahre jünger fühlen, du wirst wieder aktiv sein, du wirst wieder gut drauf sein. Ja, und wir haben hier auch die Möglichkeit, dass sich sogar eine alte Bekanntschaft wieder melden wird. Ja? Und das war sehr interessant, weil hier haben wir nämlich den Bären und wir haben hier das Buch. So, und da liegt tatsächlich ein Mann. Wie gesagt, es kann hier tatsächlich jemand aus der Vergangenheit sein, ja, muss es aber nicht. Ne? Nur weil es jetzt auf dieser Karte steht, heißt es, dass es nicht unbedingt jemand aus der Vergangenheit sein mag, sondern es kann hier auch einfach jemand sein, ja, der vielleicht älter ist, der reifer ist, der bisschen dominanter ist, der weiß, was er will, ja, jemand, der auch hier sehr zielstrebig ist, jemand, der gut beschützen kann, jemand, der eine gewisse Stärke hier auch zeigt, ne? Also eigentlich vom Bären her jemand, der sehr willensstark ist auch, ja, und jemand, der genau weiß, was er will. Also hier so jemand taucht auf. Jetzt haben wir hier das Buch, ne? Liegt aber hier, wie gesagt, noch im Verborgenen, also noch nicht spruchreif. Und taucht also hier anscheinend zur Sommerszeit auf. So, jetzt gucken wir mal weiter. Es kann natürlich jetzt hier, wenn du nicht auf die Liebe schaust, ne, kann es hier auch um einen neuen Arbeitgeber zum Beispiel gehen, um einen neuen Vertrag, der hier liegt. Ne? Bär steht ja auch immer für eine Autoritätsperson. Vielleicht hast du vor, zu kündigen oder hast vielleicht auch schon gekündigt, ne, dass du gerade auf Jobsuche bist oder dir einfach irgendwas anderes suchen möchtest, dann haben wir hier auf alle Fälle schon den Chef liegen oder jemand, der dir hier einen Vertrag anbieten wird oder wo jemand schon einen Vertrag für dich bereit liegt. Ne? Momentan auch noch nicht spruchreif, kommt. Guck mal, da haben wir nämlich den Ring und das Kind. Das heißt, ja, hier kommt also jemand rein, entweder wie gesagt jemand aus der Vergangenheit oder einfach jemand, der eine reifere Persönlichkeit darstellt. Und hier soll es um einen Neubeginn in Sachen Beziehung oder in einer Verbindung gehen. Und hier haben wir dann auch gleichzeitig hier, was das Jobthema betrifft, haben wir ja auch schon eigentlich die neuen Vertraglichkeiten, die da liegen. Also alles auf Neuanfang oder beziehungsweise etwas, was hier aber erst noch reifen und gedeihen muss, ne? Weil das Kind ist zwar sehr schön anzuschauen, aber ihr wisst ja, es ist immer noch etwas, was in den Kinderschüchchen steckt. Aber zumindest ja, ist es schon mal ein Anfang. Also es kann auch hier sein, dass hier jemand aus der Vergangenheit antrabt, der jetzt mit dir hier das Ganze nochmal probieren möchte. Vielleicht braucht er ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? Oder es ist eben, wie gesagt, ein etwas komplett Neues. So, dann habe ich hier noch aus den Crime of Passion gezogen, weil ich ja wissen wollte, was ist denn das hier für eine Person und um was geht es? Und da ist auch das Handwerk hier draus gefallen. Das heißt, du hast es also hier mit einer Person zu tun, die sehr viel Ausdauer hat, die sehr geduldig ist, die sehr tatkräftig ist. Also jemand, der auch gerne arbeiten mag, jemand, der fleißig ist, ja, der vielleicht auch wenig Freizeit hat. Also hier ist jemand sehr beschäftigt oder zumindest hast du es hier mit einer Person zu tun, die sehr engagiert ist. Ja, aber man wird auch hier arbeiten dafür. Also gerade wenn es hier jemand aus der Vergangenheit ist, dann wird man hier ja, etwas erarbeiten wollen, beziehungsweise ja, man ist sich dafür nicht zu schade, sondern man möchte schon
hier auch die Kraft und die Stärke und den Mut und alles, was jetzt vielleicht bis dato gefehlt hat, dir auch beweisen, dass man das jetzt kann. Ja, und da hat auch jemand oder da ist noch jemand am Arbeiten oder hat, wie gesagt, jemand schon daran gearbeitet. Und das ist jetzt hier, wie gesagt, der Neuanfang, ne, den man starten möchte. Oder das Handwerk hier, da haben wir eben das Thema der Arbeit. Also gerade wenn du hier schaust, auf der Suche bist, gerne was Neues haben möchtest, dann kann ich dir sagen, dann kommt auch mit Sicherheit hier etwas auf dich zu, ein Angebot, ein Vertrag, der schon da liegt, ja, und du kannst also hier auch neu durchstarten. Ihr könnt es letztendlich auf alle Themen legen, die euch gerade aktuell beschäftigen, ne? Aber das meiste wird eben die Liebe sein und vielleicht noch der Job. Aber wie gesagt, münze es für dich auf dein Thema um. Ich versuche alles mit reinzunehmen. Wenn es um dich selber geht, ja, dann kann es auch hier sein, dass du in deine Stärke kommst, dass du lernst, dass du vielleicht noch einige Lernaufgaben hast, vielleicht auch noch Aufgaben aus der Vergangenheit, wie man hier sehr schön sieht, wo es vielleicht noch um Kindheitsthemen gehen, die sich hier wiederholen, ja, weil es hier einfach noch ein Stück weit für dich selber auch etwas zu bearbeiten gibt, ja, also gerade die, die für sich selber schauen, dann ist das jetzt wohl die Zeit, ne? Und dann könnte das bis zum Sommer hin, wenn du fleißig bist und wenn du jetzt wirklich auch dran bleibst, dann kann sich das bis zum Sommer hier auch auflösen. So nehme ich das wahr. Also, dass du bis zum Sommer deine Altlasten oder Themen vielleicht noch, die du aus der Vergangenheit hattest oder eben gewisse Lernaufgaben, die jetzt noch da sind, ne? Wo sich hier etwas wiederholt hat, dann würde das hier zu Ende gehen und dann kann man hier komplett von vorne oder nochmal von neu beginnen. Auch eine sehr schöne Botschaft. So, ich habe mir hier noch die Tarotkarten beiseite gelegt und da werde ich jetzt auch nochmal eine Karte hier drauf ziehen. Schau mal, da haben wir den Teufel. Ne? Eben wie ich noch eben sagte, man befreit sich aus gewissen Abhängigkeiten oder jemand arbeitet daran. Ja, es kannst jetzt du sein, kann dieser Mann sein, kann jemand aus der Vergangenheit sein, sondern man schaut jetzt, dass man einfach wieder hier Herr über sein eigenes Leben wird. Ja, man möchte also hier aus diversen Abhängigkeiten oder Sachen, die eben noch belasten. Ja, hier haben wir die Altlasten, die Vergangenheit, da möchte man sich loslösen. Ja, und ja, da haben wir hier auch so einen Zeitraum von 15 Stunden, Tagen, Wochen, Monaten drauf. Ne? Also man sieht schon, das kann jetzt hier genau in diesem Zeitraum sein. Und dann kann man sich hier von diesen Sachen eben befreien. Und oder es hat sich, oder es ist jemand jetzt am Arbeiten daran, sich daraus zu lösen und braucht halt noch jetzt momentan diesen Sprung, bis es warm wird oder bis der Sommer kommt. Ne? So. Die Jagd ist eröffnet. Ja, jemand wird dir hier schmeicheln, macht dir schöne Augen oder tolle Versprechen. Ja, hier möchte sich jemand selbst beweisen, dich haben oder überzeugen können. Also passend tut das schon. Ja, das heißt, hier kommt also wieder jemand auf dich zu. Wie gesagt, es kann jetzt hier jemand Vergangenes sein, es kann aber auch jemand komplett Neues sein. Auf jeden Fall versucht man dir zu schmeicheln. Na, man möchte also hier beweisen, dass man etwas drauf hat, dass man sich verändert hat, dass man etwas kann. Ne? Also vielleicht auch ein Stück weit davon überzeugen. Also hier arbeitet jemand dran. So, dann haben wir hier den Sarg. Und wir haben hier die Liebe. Okay, also hier haben wir einen Stillstand gehabt die ganze Zeit jetzt. Vielleicht auch ein Aus in der Liebe. Das kann gut mal möglich sein. Ja. Die Tendenz geht wirklich dazu hin, dass es tatsächlich jemand Verflossener sein könnte. Ne? Aber bei jedem wird es anders sein, aber es schaut so danach aus, weil wir hier ja auch Sarg und Herz haben. Das heißt, da gab es also irgendwo eine Stagnation in der Liebe oder irgendwas wurde hier beendet in Liebesdingen. Ne? Und dann kann es natürlich gut aus möglich sein, dass da erstmal ein bisschen Arbeit erforderlich war. Und sich vielleicht noch aus irgendwelchen Abhängigkeiten zu lösen, damit man jetzt eigentlich bereit ist, überhaupt irgendwo
eine Beziehung einzugehen, beziehungsweise etwas neu zu starten. Vielleicht auch bei deinem Gegenüber hier noch irgendwelche kindliche Themen, ja, das kann auch sein. Aber es scheint mir danach. Muss aber nicht unbedingt, weil, wie gesagt, das zeigt hier einfach nur eine Stagnation an, die da war. Und jetzt geht es wieder in die Liebe rein. Ne? Und wir haben ja hier, die Jagd ist eröffnet. Das heißt, nach einer längeren Flaute, würde ich jetzt mal sagen, wo irgendwie nichts ging oder nichts lief, jetzt kommt da wieder jemand auf dich zu, ne? Und möchte dich hier begeistern. So, gucken wir dann aber nochmal den Sarg. Da haben wir doch schon unser Kandidat. Ne? So, also hier sieht man, kann sein, dass das wirklich jemand ist, zu dem du die Beziehung beendet hast, wo die Liebe in die Stagnation gegangen ist oder wo man einfach in die Beendigung von dieser Liebe gegangen ist. Also hier sieht man, da kommt jemand aus der Stagnation raus und hier haben wir einen Mann. So, das kann jetzt der Herzensmensch sein. Wie gesagt, es kann aber auch ein anderer Mann sein. Ja? Da wird man nicht überraschen lassen, aber wie gesagt, entweder geht es jetzt aus der Stagnation raus, ne? Und es taucht dir hier jetzt ein Männchen auf. Also das heißt, irgendjemand wird versuchen, dich zu erobern. Oder es ist eben hier etwas, was du schon kennst, was jetzt hier wieder irgendwo aus der Versenkung kommt. So, dann haben wir hier Teddy und ich, weil da wollte ich ja auch wissen, was haben wir denn jetzt hier für eine Person? Und da haben wir es mit jemandem zu tun, ja, der sich einsam fühlt oder einsam und alleine ist, ne? Oder ihm fehlt die Geborgenheit. Aber auch jemanden, der hier sehr wenig Selbstwert hat, ja, oder der wenig in seinem Selbstbewusstsein ist oder eben da war. Jemand, der vielleicht auch immer auf sich selbst geschaut hat, so ein Eigenbrödler, ne? Und auch hier haben wir den Hinweis auf eine unschöne Kindheit. Ja, das kann also sein, dass wir es hier mit der einen und derselben Person zu tun haben. Es können aber auch zwei unterschiedliche Personen sein, ne? Dass zum einen hier etwas Neues reinkommt und zum anderen taucht hier aber auch wieder jemand aus der Vergangenheit raus. Ne? Aber wie gesagt, meine Tendenz neigt dazu, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit jemand ist, den du wohl schon kennst. Ne? So, ach, da wollte ich noch, genau, da ziehen wir auch noch eine aus dem Tarot. Mhm. Die Königin der Kelche, da ist also jemand ein bisschen wach geworden. Ja? Hier hat jemand angefangen, ein bisschen auf seine Intuition zu hören oder wird anfangen, auf seine Intuition zu hören. Ja, hier haben wir sehr viel Bauchgefühl auch drin. Man träumt ein bisschen auch. Ich denke, dass diese Person auch von dir träumt. Vielleicht bist du auch für ihn die Königin der Kelche. Ne? Dass man sagt, ja, du bist eine Frau, die intuitiv ist, die sich auf ihr Bauchgefühl verlässt. Ne? Vielleicht war das ja auch genau deine Intention, warum das auseinandergegangen ist, weil du gemerkt hast, dass da irgendwas nicht stimmig ist oder nicht passt. Da. Und du folgst deiner Intuition und bist auf dem richtigen Weg. Aber das kann auch jetzt hier für diese Person stehen, ja? Dass hier endlich jemand anfängt, weil man fühlt sich alleine. Ne? Man möchte sich wieder hier mit vertrauten Personen umgeben und da folgt man jetzt nicht mehr dem Verstand, sondern seinem Bauchgefühl. Man hört also hier hin, da sind die Gefühle schon da und es geht jetzt darum, hier in die Authentizität reinzugehen. Ne? Dass man also wirklich genau auf sein Herz hört und nichts anderes. Und das ist auch hier sehr schön zu sehen. Ne? Hier haben wir nämlich zweimal Sarg über Sarg und hier haben wir die 28 auf dem Herzen. Ne? Dass also jemand anfängt, mal auf sein Herz zu hören, als hier vielleicht so sturde, starre Haltungsweisen weiter vollzieht. Vielleicht war das ein Thema bei euch in der Vergangenheit, dass es aufgrund dessen stagnierte. Ne? Das kann auch sein, dass man gesagt hat, naja, du bist also ständig hier nur am Arbeiten, du hast für nichts Zeit oder dir ist Materielles, Finanzielles so sehr wichtig. Vielleicht waren da noch irgendwie andere Sachen, die da im Spiel waren. Ne? Ja, und jetzt geht es halt, wie gesagt, hier auf die intuitive Seite. So, schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier gut oder böse. Die Karte sagt, dass es egal ist, wie du dich entscheidest, sondern wichtig dahinter ist, dass du dich fragst. Also wenn du eine Entscheidung triffst, frag dich halt immer, was da am Ende dabei herauskommt und welche Auswirkungen es auf dich und dein Leben haben wird. Also nichts anderes. Das heißt, wenn hier tatsächlich jemand aus der Vergangenheit kommt, ja,
Ist es natürlich auch wichtig, dass du dich auf dein Herz, dass du dich aus deinem Herzen entscheidest und auf dein Herz hörst. So. Aber prüfe auch oder schau dir das genau an, ob diese Person sich tatsächlich verändert hat, beziehungsweise ob diese Person dir tatsächlich das zu bieten hat, was du auch gerne haben möchtest. Das heißt also, was deine Prioritäten sind, die du dir gesetzt hast, kann diese Person tatsächlich das erfüllen, ja? Weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass man hopp oder top wieder irgendwo reingeht und jetzt kommt da plötzlich einer und jetzt weiß es, ne? Sondern es geht ja auch darum, dass man sagt, okay, was springt jetzt für dich dabei heraus, wenn du da noch mal quasi deine Energie reinsetzt und was hat das dann wieder für eine Auswirkung? Das heißt, ist es etwas Positives für dich? Hat es Mehrwert? Bringt dir das was ist es das, wo man sagt, okay, da kommt man dann an und dann kommen wir hier in die 10 der Kelche, 10 der Münzen Energie rein? Oder ist es wieder nur etwas Kurzfristiges, was man eh schon hatte, sage ich jetzt mal, und das verläuft sich wieder in dasselbe rein? Ja, also das meine ich damit. Und wir haben hier den Ring und wir haben hier den Schlüssel. Das heißt, das deutet hier an, dass es hier wirklich um eine Wiederholung geht. Ja, also dass sich hier mit Sicherheit etwas wiederholen wird. Es kann aber auch hier sein, dass man mit Sicherheit in eine Verbindung geht. Also das liegt hier auch tatsächlich da. Also es wird zu einer, du wirst in eine Beziehung gehen und es wird auch zu einer kommen. Ja, aber die Karte sagt halt, wäge ab, na, ob das wirklich hier, weil sonst kann es mit Sicherheit hier auch um eine Wiederholung gehen. Das heißt, dann fährst du quasi nochmal die gleiche Runde. Na. Wir haben hier die Blümchen. Wir haben ja den Park. Das heißt, es kommt hier eine Einladung auf dich zu, ne? Und kann jetzt auch hier im Frühjahr noch öffentlich werden. Muss nicht bis zum Sommer dauern, ne? Wir haben mit den Blumen immer noch das Frühjahr da. Aktuell haben wir ja noch keinen Sommer. Also, dass das jetzt hier sogar im Sommer nochmal öffentlich wird, dass man es hier miteinander nochmal versucht. Es kann aber auch sein, dass du hier mit einer ganz anderen Person vielleicht in eine Verbindung gehst, ja. Auf jeden Fall haben wir hier ein freudiges Ereignis, das man auch nach außen hin gerne mitteilen möchte. Also irgendwas. So, es kann aber auch das Geschenk für dich hier sein, falls es sich um eine Wiederholung dreht. Bei jedem wird es anders sein, ja. Dass es ein Geschenk für dich ist, dass du hier mit Sicherheit irgendwas klar, also dass du irgendwas bekommst, dass dir irgendwas klar wird, ja, dass sich für dich hier was eröffnet. So, wir haben hier die Giraffe. Und da geht es ja auch darum, dass man sich vielleicht hier einige Informationen erstmal einholt, ne? Paar Infos, ne? Beobachtet vielleicht auch erstmal, ne? Dass man sich hier locker flockig erstmal trifft, ein bisschen Spaß hat miteinander, flirtet, eben etwas miteinander auch unternimmt. Also erstmal so ein bisschen locker flockig und leicht an die Sache rangeht. Ja, weil, wie gesagt, es kann tatsächlich wieder sein, dass man hier es miteinander versucht oder dass man in eine Verbindung geht. Es kann aber auch ein wiederholender Vorgang sein. Ne? Auf jeden Fall würde ich hier raten, erstmal, ja, wie gesagt, locker an die Sache ranzugehen, erstmal so gar nicht so viel hinein zu interpretieren oder auch nicht zu viel zu erwarten, sondern erstmal hier der Beobachterposten, den Beobachterposten besetzen, ja, und dir erstmal ein paar Informationen einholen, wie es da überhaupt ausschaut. So, schauen wir mal, was die Tarot dazu sagen. Guck, weil wir haben den Ritter der Münzen. Ja, also man möchte schon hier wieder ein vertrautes Verhältnis haben, man möchte wieder in die Beständigkeit rein. Aber hier ist es auch für dich selber abzuwägen, dass man sagt, okay, das Neue reizt jetzt hier vielleicht auch, ne? So. Aber man sollte abwägen, ob es sich lohnt, sich darauf einzulassen. Ja, weil du hast jetzt mit Ausdauer und Fleiß so lange in deinen eigenen Sachen gearbeitet. Und dann ist es die Frage, ob es das wert ist, das aufzugeben, indem man dann wieder in einen wiederholenden Kreislauf reingeht. Also, dass du dann quasi nochmal irgendwas wiederholen musst. Ja? Hier haben wir aber die Beständigkeit drauf. Das heißt, jemand ist schon erpicht darauf, dass es hier wieder beständiger wird. Ne? Und wieder fester auch, so bekomme ich das rein. Also hier haben wir aber einen Ritter. Ne? Das ist noch kein König, Leute. Auch da ist der Hinweis darin. Ne? Weil du bist hier die Königin der Kelche für ihn und er kommt hier als Ritter der Münzen. Ich meine, das ist ein nettes Angebot. Erstmal, ja. Und dass man dich vielleicht auch einlädt und hier jetzt erstmal ein bisschen Engagement an den Tag legt. Aber wie gesagt, erstmal beobachten und anschauen, ne?
Ja, da haben wir den Wutanfall. Jetzt habe ich mir beim Rausmischen schon gedacht, dachte ich mir, was macht denn die Karte hier? Ne? Ja, wir haben hier wirklich einen Wutanfall. Das heißt, irgendwas passiert hier wieder, ne? Und deine Wut ist hier mehr als verständlich, das heißt, oder auch berechtigt. Und aber es ist halt hier auch, dass man sagt, okay, komm, du hast die Größe, Gleiches nicht mit Gleichem zu vergelten. Ja, also auch was immer zwischen euch beiden passiert ist, ja, oder was jetzt hier das Thema sein wird, vielleicht auch, weil du wütend bist, dass du hier siehst, okay, na, aber letztendlich schon das ist das, was ich gesagt habe hier, nicht, dass sich was wiederholt, Leute, na? Und das kann natürlich sein, dass dich das vielleicht wütend macht. Es kann aber auch sein, dass jetzt erstmals die Wut hochkommt, weil man sagt, was für ein Vollpfosten, na? Und jetzt hier versuchen, wieder einen auf super locker flockig zu machen und alles ist schön, ne? Das kann schon sein, dass da vielleicht auch noch mal was aus dir rauskommt, ne? Weil wir haben hier ja auch noch bei dir mit deinen Sachen den Teufel da. Ne? Da kann es schon mal sein, dass da noch mal irgendwie was getriggert wird. Ja, so ein altes Thema durch ihn jetzt, weil er jetzt noch mal auftaucht hier und ja, aber Schönes haben will. Aber jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Schau mal, wir haben die Blumen und die Eulen. Ja, eigentlich sind wir sehr konträr heute, ne? Eigentlich leichte Gespräche, leichte Kommunikation. Aber genau das kann es wieder sein, dass du vielleicht, deswegen habe ich gesagt, geh locker an die Sache ran. Aber vielleicht ist es, weil es dir wieder vielleicht zu locker ist oder weil du schon wieder zu viel erwartest. Ne? Das kann es ja auch sein, schon wieder zu viel erwartest. Und dich das wütend macht, weil man hier jetzt erstmal, ja, wieder man will Beständigkeit, man will sich wieder mit dir umgeben, aber vielleicht jetzt erstmal keinen, wie sagt man denn, irgendwas komplett dingfest machen möchte, ne? Sondern erstmal locker auch in der Kommunikation ist, vielleicht auch gewisse Sachen zwischen euch besprochen werden, wo halt nochmal diese Sachen rauskommen. Es kann aber auch sein, das war der erste Impuls vorhin auch. Dass du wütend wirst, weil du hier merkst, dass diese Person trotzdem noch mit anderen Personen kommuniziert. Oder vielleicht noch mit einer anderen Dame. Also, dass hier flirty, dirty unterwegs ist. Ja? Und das kann auch für dein Gegenüber hier, ne, dass man sagt, naja, ich will das schon, aber vielleicht trifft man sich hier auch noch mit einer anderen Dame. Ja? Kann durchaus sein. Es ist ja immer so auch, viele versuchen ja dann immer den anderen eifersüchtig zu machen, ne, um darzustellen, wie toll sie doch sind. Deswegen habe ich gesagt, wir haben es hier aktuell nur mit einem Ritter zu tun. Ja, also Achtung. Also es kann sein, dass du wütend wirst, weil du merkst, dass der hier vielleicht noch Kontakt mit jemand anders hat, aber zum Teil dann wieder bei dir aufschlägt und hier wieder mit dir irgendwo neu anfangen haben möchte. Ja? Oder es kann auch sein, dass du wütend darüber wirst, weil vielleicht hast du hier, kann ja auch sein, dass du vielleicht schon jemanden in Aussicht hast oder so. Ja? Und dann wütend bist, weil jetzt hier die Vergangenheit wieder auftaucht, so ungefähr, ne? Und man eigentlich schon abgeschlossen hat. Also es kann viele Dinge sein. Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Wir haben hier wieder die Eulen. Und wir haben hier das Buch. Ja, da geht es um geheime Kommunikation. Also ich denke, der erste Impuls, dass dieser Mann, der hier kommt, zwar Interesse an dir hat und hier auch wieder mit dir da irgendwie anfangen möchte, aber dennoch hier irgendwo im Hinterstübchen auch noch andere Kommunikation hat. Ja, also sich irgendwas warm hält oder etwas, was man dir nicht sagt. Und das kann natürlich sein, dass wenn du dir hier, wir haben die Giraffe da. Dass du beobachtest, dass du die Infos einholst oder vielleicht verquatscht sich auch hier jemand, ne? Weil hier haben wir die Giraffe, das steht für Tratsch, ne? Und man kann nichts für sich behalten. Es kann auch sein, dass dir etwas zugetragen wird von mehreren Personen jetzt, ne? Wo du über irgendein Geheimnis auch stolperst, ne? Was dich erstmal wütend machen wird. Wir haben nämlich hier im Sturm erobern, ne? Und das ist das, was ich schon hier so ein bisschen in der Andeutung sehe, dass man hier einfach, ja, man möchte wieder schnell in eine Verbindung rein. Man denkt nicht nach, ne? Aber hier geht es auch um dieses Fühlen, ne? Das, was also hier möchte schon jemand fühlen statt denken, ne? Also hier haben wir wieder diese erste Verliebtheitsphase, die hier auftritt, ne? Unerwartete Begegnung, große Anziehung.
Vielleicht ist dein Wutanfall aber auch hier, dass hier vielleicht eine Freundin oder dass er nicht selbst auf dich zugeht, sondern dass er es vielleicht über eine andere Person macht und dann du wieder wütend bist und enttäuscht bist, weil er es nicht selber aufs Kleid kriegt. Ritter der Münzen. Ja, es ist jemand, der ist in Bewegung, jemand möchte schon, aber es kann sein, dass er vielleicht den Weg hier anderweitig nutzt, ne? Oder eben, wie gesagt, du kriegst das mit, der fängt jetzt dich an, dich hier zu erobern, ne? Und du merkst aber, dass da hier vielleicht noch ein paar andere Leute sind, mit denen er darüber spricht oder mit anderen Frauen, mit denen er darüber spricht. Also das ist hier so, da hält man den Kontakt im Verborgenen, aber es kann, wie gesagt, auch sein, dass es hier anderweitig reinkommt, weil man sich nicht zeigen will, ja, sondern man vielleicht auch Informationen über dich rausfinden möchte, ne? Wie man dich erobern kann und so weiter. Also irgendwelche Details werden es hier sein. Ob dich die jetzt wütend machen, ist die andere Sache. Na, vielleicht kommt das ein oder andere noch mal hoch. Aber bedenke, vergelte nicht Gleiches mit Gleichem. Na, du bist auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Stand. Das heißt, da würdest du dich nur diesem ganzen alten Schmäh. Aber vielleicht ist es ja, was hier noch mal auftaucht. Ne? Die alte Vergangenheit. Du darfst dich davon befreien. Das heißt, du musst dann nicht dasselbe machen. Ja. Ja. Ach, das Schwert da, ne? Da sieht man schon, da wird wieder irgendwas ausgeblendet, verdrängt, ne? Man guckt sich da irgendwas nicht genauer an. Da ist irgendwie, ich nehme es wahr, weil es so drüber liegt, dass es hier einfach noch um eine alte Wut geht. Ja, irgendwelche Sachen, die nicht ausgesprochen worden sind oder wo du mitbekommen hast, dass er doch irgendwo mit jemandem spricht oder rumgeflirtet hat oder jenes und dieses war. Aber die Probleme kann man nicht also man kann sie ausblenden, aber du kannst sie nicht ewig vor dich hinschieben. Und deswegen, ich denke, dass das hier für dich oben hier auch nochmal so eine Sache ist, ja, wirklich die Vergangenheit auch ruhen zu lassen. Ja, weil wenn hier jemand auf dich zukommt, dann ist es schon so, dass man die Vergangenheit auch abschließen muss. Aber na, wie die Karte gut oder böse sagt, du entscheidest, wie du es haben willst, aber du musst halt für dich hier gucken, ob das für dich einen Mehrwert hat oder nicht, oder ob das genau das erfüllt, was du dir vorstellst. Wie gesagt, vielleicht auch die Wut, dass er jetzt daherkommt, wo er die ganze Zeit gehabt hätte. Es können mehrere Optionen hier sein. Ja, wichtig ist, stell dich deiner Angst, die hier noch ist. Na, vielleicht auch die Angst, weil na oder du bist. Mir gefällt das Wort Wutanfall hier nicht. Ich denke, dass es eher so darum geht, die Angst dahinter wieder enttäuscht zu werden oder im Endeffekt wieder in das Gleiche reinzulaufen. Na. Aber dieser Angst musst du dich stellen, weil im Endeffekt sonst die wird dich ewig begleiten. Das ist das Thema dahinter. So, dann haben wir den Blütentraum. In deinem Inneren entsteht gerade etwas Neues. Wie aus dem Nichts wirst du aufblühen und allen zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Jo. Hier kann es auch sein, na, aufgrund des Blütentraums jetzt, dass du vielleicht auch mit der Kommunikation ein bisschen hinterm Berg hältst, ja, oder vielleicht auch hier, dass es auch an dir liegt, dass du ein paar Sachen hier nicht ausgesprochen hast, sondern dass du jetzt eigentlich die Möglichkeit bekommst, es zu klären, auszusprechen, weil hier jemand ja kommt, ne? Und dann kann es halt sein, dass du vielleicht auch deine ganze Wut erstmal rauslässt, aber bitte, ne, vergleiche nicht, beziehungsweise vergelte nicht Gleiches mit Gleichem. Ja, weil sonst würdest du ja wieder dasselbe machen. Und es geht ja darum, dass man sich jetzt ablöst von dem Ganzen. Das heißt, wenn er hier irgendwas gemacht hat, ja, dann heißt es das nicht, dass du ihm dasselbe zufügst. Ja, das ist so kindisch einfach. Ja, das hat keinen Sinn. Weil im Endeffekt haut man sich nur selber eine rein mit dem. Das hat noch nie irgendwas gebracht und das wird auch in Zukunft nichts bringen. Ne? So, jetzt schauen wir mal auf den Blütenraum. Ja, da haben wir den Fuchs. Und wir haben hier die Störche. Ja, du wirst hier eine Veränderung vornehmen. Und zwar sehr schlau. Du bist clever, smart. Ja, du weißt, um was es geht. Auch hier haben wir wieder die Beobachterposition, die du einnimmst. Ne? Und wie die Karte hier schon sagt, hier entsteht in deinem Inneren ja etwas Neues. Und du wirst aufblühen. Ja, und man sieht, du wirst hier eine sehr clevere Veränderung vornehmen. Hier haben wir mit den Störchen die positive Veränderung, auch den positiven Wandel. Und wir haben hier die Sonne drauf und das Haus. Das heißt,
du wirst ins Glück gehen und du wirst in deine innere Stabilität finden, ja, ob das jetzt mit dieser Person ist oder nicht. Auch hier übergehend, sage ich mal, vom Wutanfall auf den Blütentraum, denke ich, dass du sehr clever handeln wirst. Eben das, was ich gerade gesagt habe, versuche nicht Gleiches mit Gleichem, sondern du wirst hier schlau vorgehen und du wirst eine andere Option wählen oder eine andere Art von Weg. Weil du ja hier glücklich sein möchtest und weil du hier ein stabiles Fundament haben möchtest. Das heißt, ob das jetzt mit dieser Person dann tatsächlich stattfindet, wird man sehen. Oder ob es hier eine neue Person ist, die in dein Leben kommt. Auf jeden Fall wirst du hier clever entscheiden. Ja? Aber wir kriegen halt keine Informationen dazu, wie du dich entscheiden wirst, weil jeder wird sich anders entscheiden. Ja? Und Entscheidungen können die Karten sowieso nicht abnehmen, von daher. Aber man sieht schon, dass du sehr ausgefuchst und clever handeln wirst, um das hier in eine positive Richtung zu bringen, beziehungsweise eine positive Veränderung. Aber da geht es in erster Linie um dich selbst, dass du sagst, nee, ich möchte glücklich sein und ich möchte Stabilität und ich möchte Sicherheit haben, ja, was ja auch legitim ist und was du haben darfst oder was du dir als Priorität gesetzt hast. Und dann ist eben die Frage, ob dieser Mann hier das auch tatsächlich erfüllen kann. Ja, hier, das spiegelt hier wieder rüber. So, und dann haben wir das, ja, Wortspiegel, das Spiegelbild. Na? Das heißt, jemand spiegelt hier ein Verhalten wider. Das kann sein, dass dir jemand einfach genau das anzeigt, was du schon mal in der Vergangenheit gemacht hast oder was vielleicht ein Thema in der Vergangenheit bei dir war, weil wir dürfen das hier nicht außer Acht lassen mit dem Bären und dem Buch. Und das heißt, Verletzungen sind immer ein Spiegel deiner selbst. Das heißt, wenn dir also hier nochmal was aufgezeigt wird, dann ist es einfach nur darum oder geht es nur darum, schlau an die Sache heranzugehen und das Ganze hier in eine andere Richtung zu bringen, ja, in eine positive Richtung. Das heißt, das ist also der Weg in die Selbstliebe, den du hier antrittst. Man fängt einfach an, in die Annahme und Akzeptanz zu gehen und kann sich nochmal ein paar Triggerpunkte anschauen, ja, weil wir hier auch die Innenschau drauf haben. Aber hier geht es viel um die Selbstreflexion. Also schau mal, ob dich das Verhalten deines Gegenübers oder wie gesagt, wer auch immer es sein mag hier, nicht an dich selbst erinnert, was du vielleicht mal irgendwann ganz weit in der Vergangenheit auch mal so gemacht hast. Weil letztendlich ist es nichts anderes. Ja? Wir haben in der Vergangenheit auch so gehandelt. Ne? Und da sieht man halt dann einfach nur nochmal die Reflexion und dann sieht man auch, dass dieses Verhalten total kacke ist. Ne? Und wenn es der andere jetzt bei einem selber macht, dann ist es ja noch mehr kacke. Ne? Aber vorher hat man es ja gar nicht gesehen, als man es selber ausgeführt hat. Also das dient ja auch immer des Wachstums. Ne? Und dadurch kann sich ja was verändern, indem ich hier die Schleue kriege, ne? Oder indem ich da Einsichten kriege in die ganze Sache. Im Bereich des Jobs, weil wir den jetzt ein bisschen hinten lassen haben, aber ich denke, es ist mehr oder weniger eine Liebeslegung. Oder in anderen Bereichen, ne, ist es dasselbe im Endeffekt. Ja, dass du für dich schaust, ob das tatsächlich dieses Angebot ist, das dir das erfüllt, was du gerne haben möchtest, oder dir das gibt, was dich erfüllt. Ne, da gilt dasselbe. Also nicht aus dem Weg gehen der ganzen Sache, sondern wirklich die Sachen sich stellen. Aber wie gesagt, da haben wir ja schon mal, dass du dich mauserst, ja. So. Ja, dann geht alles auf Anfang, ja. Du bist also in einer sehr guten Position in deinem Leben und die wirst du dann auch sein. Also spätestens, wenn du hier in deiner Selbstliebe angekommen bist oder in deinem Glück, in deiner Stabilität, also dass du sagst, ja, mir geht es gut, ich verändere das jetzt in meine Richtung, dann bist du natürlich in einer sehr guten Position, auch vieles noch weiter zu verändern. Das heißt, das steht eigentlich sehr schön da. Vollziehe jetzt deinen Wandel, ja, der hier anfängt und hier zu Ende gebracht wird. Und dazu brauchst du nichts außer deinen Willen und das klare Bewusstsein, diese Chance zu sehen. Das heißt, wir haben also hier zum einen tatsächlich die Möglichkeit, ja, mit einem Mann aus der Vergangenheit nochmal komplett neu zu beginnen. Aber dann wird es hier nach deinen Spielregeln laufen, beziehungsweise du wirst das so in Form bringen, ja, dass es passend ist. Es kann aber auch sein, dass man hier wütend ist, dass man vielleicht wieder auf irgendetwas reingefallen ist und dann wirst du erstmal zeigen, was in dir steckst und fängst nochmal von vorne an. Ja? Es kann aber auch hier eine komplett neue Person reinkommen, die halt eben schon reifer ist. Ja? Also jemand,
der arbeiten möchte, der fleißig ist, der sich befreit, ja, der einfach, der vielleicht auch aus einer Abhängigkeit rauskommt und der halt jetzt im Endeffekt erwachsen ist, dass du es hier mit keinem Kind mehr zu tun hast. Ja, also wir haben hier sehr viele Varianten drinnen. Wie gesagt, guck dir das hier nochmal genauer an. Du entscheidest letztendlich, wenn du hier nochmal auf etwas aus Sicherheitsgründen einsteigst, weil du eben nicht auf deine Intuition hörst oder auf dein Bauchgefühl, dann kann es hier einfach zu einer Wiederholung kommen, weil man sieht, entweder dann ist es die Wut, die hier hochkommt, dass man es hier wieder nur mit einem Ritter zu tun hat und mit keinem König. Ne? Und das kann auch sein, dass dich das dann wütend macht, dass du da wieder reingefallen bist. Aber wie gesagt, wie ich schon vorhin erklärt, es können auch andere Sachen sein. Aber du wirst dich sowieso hier komplett mausern. Ja? Es ist also, darum sagt ja die Karte, egal wie du dich entscheiden wirst. Na, hier rüber gespiegelt auf dem Blütentraum wirst du denjenigen dann schon zeigen, aus welchem Holz du tatsächlich bist. Ja? Also du wirst es für dich dahin bringen, wo du es hinhaben willst. So, und deswegen haben wir hier natürlich alles auf Anfang und da haben wir auch die Sonne und wir haben hier den Klee. Ne? Und da haben wir hier das große Glück in Kürze, ne? Also auch wieder da volle Bestätigung, also hier auch zweimal den Sommer liegend. Ne? Wir haben hier schon den Erdbestand, hier auch zweimal den Sommer oder die warme Zeit jetzt bestätigt. Das ist ja bald. Hier haben wir 2 bis 4 Tage, 4 bis 8 Wochen, also passt sehr gut ins Zeitschema rein, dass du hier komplett auf Anfang gehst. Und wie gesagt, entweder mit einer komplett neuen Person oder mit jemandem aus der Vergangenheit. Das ist deine Sache hier. Dann haben wir den Baum und den Klee. Na schon, guck. Heilung, Wachstum auch in sehr kurzer Zeit. Das heißt, du wirst beständig, du entfaltest dich. Ne? Alles, was der Blütentraum hier eigentlich schon sagt, dass du deinen Platz im Leben einnimmst, dass du dich ausbreitest und dass du dir auch den Platz nimmst zum Wachsen und Gedeihen, den du auch brauchst. Dich nicht mehr in irgendeiner Weise einschüchtern lässt, dir auch nicht, dass du dich nicht mehr unter Druck setzen lässt, dich kontrollieren lässt, dich manipulieren lässt, sondern im Endeffekt genau nach deinen Wünschen und Vorstellungen, dass hier auch sich verändern wird und das ist auch gut manifestiert, ja, weil dann ziehst du natürlich auch genau das an, was du haben möchtest. Und guck mal, da haben wir das Umdrehen. Na, man dreht sich dann von allem, was man nicht mehr braucht, um. Das haben wir hier auch mit dem Teufel, dass man also sich wirklich aus sämtlichen Abhängigkeiten befreit. Man übernimmt wieder das Zepter über sein eigenes Leben und lässt es nicht mehr anderen zu. Ja? Und ja, man geht mit sich in den inneren Frieden rein. Ja? Man befreit sich. Na? Und das kann natürlich sein, dass du dich jetzt hier aktuell von diesem Partner dann tatsächlich umdrehst und hier das große Glück mit einer neuen Person wartet. Es kann aber auch sein, dass du hier mit dem Mann aus der Vergangenheit einen Neuanfang wagst und man ihm sich der Vergangenheit und alles, was da war, den Rücken zudreht. Und das ist ja auch wichtig, weil sonst kann man es ja nicht machen. So, und ich habe gerade gesehen, dass ich hier keine Tarotkarte gezogen habe. Wir ziehen natürlich eine noch hier. Ja gut, der Wagen, schau mal, es geht vorwärts. Ne? Das passt hier gut zum Blütentraum, dieses nach vorne gehen, in die Veränderung wandeln. Na, man bleibt nicht stehen, sondern man schreitet nach vorne und sagt, nö, ich bleibe hier in Bewegung. Es wird mit Sicherheit jemanden geben, mit der mit mir die Zeit verbringen möchte, der sie mit mir positiv verbringen möchte. Ne? Und das kann sicher hier jeder aussuchen. Also das ist schon so eine, würde ich auch sagen, so eine gewisse Dominanz deiner Seite. Also gar nicht so schlecht, sondern dass du auch so ein bisschen in die bestimmende Sache gehst und sagst, Moment mal, aber mir steht es ja zu, dass ich glücklich bin. Ja, und deswegen soll das ja auch genauso reinkommen, damit es mich glücklich macht, ja, oder das i-Tüpfelchen aufs i, sag mal, weil so. So, und oben ziehen wir auch noch eine auf das Umdrehen. Ja, Ritter der Schwerter. Natürlich, man wirkt dann vielleicht ein bisschen unberechenbar und kühl, das kann gut sein, ja, die Leute empfinden das dann immer so, wenn man sich einfach mal umdreht und sagt, so, leck mich am Ärmel hier, ich habe keinen Böcke mehr auf irgendetwas, ne, dann kann es gleich sein, dass man natürlich wieder gewertet und gerichtet wird, aber gut. Es kann aber auch sein, dass du hier sehr kühl bist, im Endeffekt dich umdrehst und sagst, so, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche Scheiße, die hier fabriziert wird, du hast dich nicht verändert, bla bla blub. Natürlich musst du hier ein bisschen aufpassen beim Ritter der Schwerter, weil aus der Wut und der Emotion, und da haben wir ja den Wutanfall, da sagt man oft Dinge, die man dann hinterher bereut, ja. Und da kann man halt auch manche Menschen
ordentlich treffen damit. Deswegen versuche hier wirklich in deiner Mitte zu bleiben, ne? Deswegen hier ausgeglichen zu sein und nicht zu forsch zu sein. Ansonsten nehme ich das hier wahr, dass du da keinerlei Emotion mehr dazu hast, dich da mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, die dir einfach nicht gut tun. Punkt Ende aus. Ja, der Ritter der Schwerter, das ist jemand, der auf Krawall ist. Ja, da muss man sich halt einfach. Und es kann auch sein, dass hier jemand, weil das spiegelt ja rüber, wir haben hier Ritter der Münzen, Ritter der Schwerter. Das heißt, wenn du diesem Mann tatsächlich keine Chance mehr gibst, weil du einfach die Faxen dicke hast, gerade wenn hier vielleicht noch Kontakte an die Oberfläche kommen, dass er dich zwar erobern möchte, aber hier vielleicht auch noch mit zwei, drei andere Eisen im Feuer hat, ja, dann kann es schon sein, dass du hier wütend wirst und sagst, so, und du kannst mich jetzt mal hier kreuzweise und spiralförmig, ja, und drehst dich um. Und dann kann es natürlich hier sein, dass man unschöne Dinge zu dir sagt. Warum sagt man die wieder? Natürlich aus der Wut und weil du hier dann wieder jemanden verletzt hast, ne? Und aus gebrochenem Stolz und was weiß ich was für alles für Käse, ne? Also da kannst du dich mal darauf vorbereiten, wenn das so sein sollte, dass man dir da noch einiges hinwerfen wird. Aber wie gesagt, da drehst du dich um von, ne? Das ist einfach dann deine Kühle, die auch dein Gegenüber dann zu spüren bekommt, dass man sagt, ja, dann mach hier, was du willst, aber ich gehe einfach weg. Also, na, ihr seht, spannendes Orakel, mehrere Sachen hier zur Auswahl. Bei jedem wird es eine andere Situation sein. Wie gesagt, es kann auch nur alles auf dich selbst projiziert sein, dass es ja auch darum geht, einfach die Dinge noch anzuschauen, zu bearbeiten. Aber wie man hier sieht, der Hinterausgang, ne, den du oder den der Ausgang ist hier eigentlich super schön und dann wirst du noch mal von vorne anfangen und es ist nie zu spät, sage ich mal, von vorne anzufangen. Besser so, als in etwas drinnen zu sein, was nur halb passt. Ne, das muss man auch sagen, weil dann erfüllt es einen auf Dauer nicht und dann stellt sich ja auch hier wieder nur das kleine Glück ein und man wird dann unzufrieden. Ne? Und dann ist es erst recht wieder so, wo dann wieder ein Drama draus wird. Ne? Deswegen gleich von vornherein gut durchdenken und schauen, was man möchte. Und wie gesagt, schau dir das hier auch genau an, wer hier reinkommt, was man dir anbietet, welchen Kelch man dir überreicht und dann entscheide, wie du da voranschreiten möchtest. Okidoki, das war's hier im Hexenkessel. Brudelt's ordentlich. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich freue mich auch über Abos. Die neuen, die dazukommen. Ich habe ja gesehen, es sind noch ganz viele ohne ein Abo. Also ich würde mich freuen, wenn ihr einfach das Glöckchen oben drückt. Ist ja auch ein Vorteil für euch, weil dann verpasst ihr keine Legung mehr, sondern ihr werdet dann auch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade oder hochstelle. Natürlich dann auch großen Dank an die ganzen Spenden, die wieder eingegangen sind, für eure Wertschätzung. Es freut mich jedes Mal. Ja. Auch die neuen Mitglieder, die wieder dazugekommen sind, begrüße ich. Und ja, macht Spaß, mit euch hier immer zusammen zu sein. Und deswegen freue ich mich auch, wenn immer mehr dazukommen und man sich ja, hier ein bisschen unterhalten kann. Ne? Ihr könnt mir, ich weiß, ich habe die Kommentare deaktiviert, da haben mich jetzt einige angeschrieben, das hat auch seine Gründe. Ihr könnt mich aber gerne per E-Mail anschreiben, per WhatsApp, teilt mir gerne eure Gedanken mit, kein Ding. Ich lese es, ob ich immer zum Antworten komme, ist die andere Sache, weil es doch sehr viele sind. Also lesen tue ich es auf alle Fälle nicht, dass ihr meint, ich beachte das nicht. Ne? Aber es wird halt mit dem Zurückschreiben dann ein bisschen viel, weil es dann doch sehr, sehr viele Sachen sind, die hier reinkommen. Aber wie gesagt, teilt euch gerne mit. Interessiert mich schon, wie es euch geht auch und ja, was euch das eine oder andere bewegt oder was sich in euch bewegt. So, jetzt bin ich aber auch weg und wir hören uns mit dem nächsten Orakel und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin drücke ich euch, ja, und wünsche euch einen super sonnigen Tag. Bis bald, ciao, ciao, eure Melanie.